1400 Kilometer Zaun, Sperranlagen, Grenztürme, die innerdeutsche Grenze. Bis 1989 hat sie West- und Ostdeutschland gespalten, Familien und Freunde voneinander getrennt. Die Relikte aus der damaligen Zeit sind noch an vielen Stellen sichtbar. Auch in der Nähe des berühmten Naturschutzgebietes Schwarzes Moor in der Bayerischen Rhön verlief die Grenze zur Deutschen Demokratischen Republik. Auf dem Grafenberg steht noch ein Wachturm der ehemaligen DDR-Truppen. Vor dem Turm wurde der Metallgitterzaun wieder aufgebaut, einige weitere Relikte der Grenzbefestigung aufgestellt. Raimund Goldbach war von 1968 bis 1996 Bürgermeister der Stadt Fladungen im unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld. Der gebürtige Fladunger erinnert sich noch an die Anfangszeiten der Grenzziehung zwischen Ost und West. Unmittelbar nach dem Krieg, da war natürlich das ganz einfach mit ein paar Pfähl und ein paar Stacheldraht gespannt und das war's. Na gut, das war für die Grenzgänger oder die, die Schwarzhandel getrieben haben, war das kein Problem, hin und her zu kommen. Allerdings war das zu einer Zeit, als die Russen noch die Grenze selbst bewacht haben. Als es die Deutschen übernommen haben, dann ist es natürlich immer perfekter geworden. Das End haben wir ja dann hier bei diesem Zaun, da war dann eben alles vorbei. Das thüringische Frankenheim im Dreiländereck war zu Zeiten der innerdeutschen Grenze Grenzstadt zwischen Hessen und Bayern. Wer damals von Bayern nach Hessen wollte, musste kilometerweite Umwege fahren. Es gab ja auch Landwirte, die hatten drüben Feld. Oder wir hatten zum Beispiel Felder, da musste man ein Stück durch Thüringen fahren, um wieder zu unseren Feldern zu kommen. Da gab es dann Passierscheine für diese Leute. Das heißt, dass der Fuhrwerkler nahm sowieso durfte die Grenze passieren, alle anderen nicht. Das hat man dann eben Ende der 40er Jahre dann eingestellt. Die Einkäufe auf den Märkten und in den Geschäften blieben aus. Alle menschlichen Kontakte und geschäftlichen Bindungen nach drüben rissen ab. Der Raum Fladungen wurde nach drei Seiten von der Demarkationslinie eingeschnürt und abgeschnitten. Schlagbäume verriegelten die Tore, die nach Thüringen führten. Arbeitsplätze waren Mangelware. Viele Bürger wanderten deswegen im Laufe der Jahre ab. Das hat sich jeder damit abgefunden. Das war nicht in unserer Macht. Das war höhere Gewalt. Die Weltenteilung war ja damals noch. Man hat die freie und die unfreie Welt gehabt. Und da war halt hier in Arztstelle. Erst hat man sehr Wut, aber wie gesagt, mit der Zeit heilen Wunden. Wir haben da gelebt, wir hatten auch keine Angst. Fladungen konnte der innerdeutschen Grenze auch etwas Positives abgewinnen. Der eiserne Vorhang zog massenhaft Besucher aus dem Westen in die bayerische Stadt. Raimund Goldbach betreut neugierige Reisegruppen, die in Omnibussen angereist kamen, nur um die Grenze zu sehen. Da hatten wir in Fladungen eine Grenzinformationsstelle. Ja, da waren so 10.000 bis 15.000 Besucher jedes Jahr. Und die haben dann Filmvorführungen, wie es eben drüben ist. Und dann sind sie zur Grenze geführt worden. Die standen zu Tausenden da und haben rübergeschaut. Und die haben ja immer ihr Lautsprecher da gehabt und haben für den Sozialismus Propaganda gemacht. Ne? Und na gut, das hat man sich halt angehört, man hat drüber gelacht. Und das war es eigentlich. Es war für uns natürlich auch gut. Es war sogar Wirtschaftskraft, ne? Denn die alle, die kommen, die wollten ja Mittagessen. Die Zonengrenze war bis in die 80er Jahre hinein absolut dicht. Mühselige Verhandlungen der Regierungen brachten Erleichterung für die Menschen auf beiden Seiten der Grenze. Tagesaufenthalte für eingeschränkte Gebiete waren ein Fortschritt. Auch Raimund Goldbach war damals einmalig zu Besuch im Thüringer Land. Da musste man einen Antrag stellen, dann hat man dann den Antrag als erst beantragt, dann hat man das rübergeschickt, dann hat es ein paar Wochen gedauert, dann hat man seine Genehmigung gekriegt, mit BKW oder ohne BKW oder wie auch immer. Und dann kommt man hin. Und dann in Eusenhausen, Melrichstadt, also Eusenhausen, der Übergang, da hat man dann, wie gesagt, das alles über sich ergehen lassen, die Kontrolle, alles im Spiegel um das Auto fahren. Mit den Grenzsoldaten hatten die bayerischen Bürger keinen Kontakt. Das Leben an und mit der Grenze verlief in Fladungen weitestgehend friedlich. Von unseren Holzmachern, also die Waldarbeiter, da ist einmal einer über die Grenze, weil der Baum überfiel und hat uns da ausgeastet. Ja, so waren sie da und haben mitgenommen. Am nächsten Tag kam er wieder. Ja, und so Dinge gibt. Oder ein Beispiel, haben die Jugendlichen eine Wette gemacht, er geht einer
nach Birks und hol 3 Flaschen Bier. Na gut, er ist nach Birks, hat halt 8 Tage gebraucht, bis er wieder kam, ohne Bier. Also diese Dinge hat es auch gegeben. Die haben keinen Spaß gemacht. Die Hoffnung auf ein freies und vereintes Deutschland bleibt. Am 24. November 1989 um 6 Uhr morgens ist es dann soweit. Der Grenzübergang an der B285, der das thüringische Melpers und das bayerische Oberfladungen voneinander trennt, wird geöffnet. Sehr froh waren wir da, das ist ganz klar. Wir haben ja immer darauf hingearbeitet, dass das Deutschland wieder vereint wird. Und wir wollen ja alle froh sein, dass die Wiedervereinigung so friedlich über die Bühne ging. Nicht ohne Auseinandersetzungen mit Waffengewalt. Also das war schon einmalig. Da können sich andere Länder in der Welt doch manche Scheibe abschneiden. Musikkapellen, Landräte, Bürgermeister, Pfarrer von beiden Seiten der Grenze kamen zu einem Festgottesdienst zusammen. Grenzkontrollen wurden dann aber noch weiter durchgeführt. Ich bin zum Beispiel hinüber zu einem Kollegen, da ging es um Abwasser. Da musste ich den Funk, weil ich einen Gemeindefunk hatte im Auto, an der Grenze abgeben. Und wie ich rübergefahren bin wieder, auf der Heimreise, habe ich mein Funkgerät wieder gekriegt. Ne? Also die waren da noch. Aber dann ist alles so langsam verflacht, dann hat man alles abgebaut. Und ich muss sagen, es hat sich alles zusammengelebt. Und wenn ich an Frankenheim da drüben denke, die Gemeinde, die haben wir bei uns an die Kläranlage mit angeschlossen. Ne? Oder auch Melbers werden von uns mit Wasser versorgt. Man hat da grenzüberschreitend schon den Weg gesucht, dass jedem etwas leichter und besser geht. Die ersten 4 Tage nach der Öffnung haben über 27.000 Menschen den Grenzübergang Melpers-Oberfladungen in Richtung Bundesrepublik überquert. Laut Raimund Goldbach verweilten viele Bürgerinnen und Bürger aus der DDR lieber in Bayern als zum Beispiel in Hessen. Es gab ja damals Begrüßungsgeld, als auch die Grenze noch zu war, vom Bund. Und in Bayern gab es ja zusätzlich noch einen Betrag und das hat sich natürlich rumgesprochen. Das heißt, dass dann viele lieber in Bayern ihr Begrüßungsgeld abgeholt haben als in Hessen oder sonst wo. Die alten Gemeindeverbindungsstraßen wurden nach und nach wiederbelebt und hergerichtet. Viele Thüringer Bürgerinnen und Bürger haben in Bayern eine Beschäftigung gefunden. Das ehemalige Grenzgebiet am Schwarzen Moor ist auch heute noch ein Magnet für Touristen. Mit dem großen Unterschied, dass nun jeder frei über die ehemalige Grenze schreiten kann. Auch die Mahngedenk- und Begegnungsstätte Point Alpha verläuft auf der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Stacheldraht und mittlerweile geräumte Minenfelder. Auf dem 1000 Quadratmeter großen Areal können Besucher hier ein Stück deutsch-deutscher Geschichte erleben. Das Haus auf der Grenze wurde 2003 errichtet. Es befindet sich auf thüringischer Seite in der ehemaligen DDR. Eine große Dauerausstellung dokumentiert das unmenschliche Grenzregime der DDR, das tägliche Leben mit der Grenze. Sie informiert über die teils erfolgreichen, meist jedoch gescheiterten Fluchtversuche in den Westen, die Gegenmaßnahmen der DDR. Haus auf der Grenze hat als großes Thema das Fulda Gap. Das heißt, der Kalte Krieg ist hier dargestellt, die Funktion des Fulda Gap. Man war der Meinung von Seite NATO, dass, falls es je zu einem Angriff des Warschauer Paktes kommen sollte, es hier zum Erstkampf kommen würde, was auch bestätigt worden ist. Zweites großes Thema ist der Aufbau der Grenze. Das bedeutet von der einfachen Straßenblockade ganz zu Beginn des Kalten Krieges bis hin zum unüberwindlichen Streckmetallzaun, an dem die Selbstschussanlagen angebracht gewesen sind. Und drittes Thema ist die emotionale Seite. Das heißt, hier kann man hören, aber auch sehen, was mit Menschen passiert ist, was die Grenze mit Menschen gemacht hat, westlich und östlich der ehemaligen innerdeutschen Grenze. In die Ausstellung integriert ist auch ein Original-Trabi aus vergangenen Zeiten. Mit diesem Fahrzeug verbinden die meisten Menschen das Kultauto aus der DDR. Dieser Trabi fuhr damals jedoch auf dem Kolonnenweg, dem ehemaligen Todesstreifen, Patrouille. Diesen Trabi konnten wir von zu Hause aus sehen, den konnte man aus dem Westen beobachten, wie er nicht regelmäßig, sondern in unregelmäßigen Abständen entlang der Grenze fuhr. Und die DDR-Grenztruppen, die eben in diesem Trabi da Trabanten gesessen haben, die hatten den Schießbefehl und ja, das war tödlich für Menschen. Besonders junge Besucher sollen sich mit der Thematik Kalter Krieg und Leben an und mit der Grenze auseinandersetzen.
Haus an der Grenze, beziehungsweise unsere gesamte Anlage hier, hat natürlich ein großes Ziel. Wir wollen jungen Menschen zeigen, was Krieg aus Menschen machen kann, wie Krieg Menschen zerteilen kann. Und unser großes Thema ist zu zeigen oder aufmerksam zu machen, klar zu machen, was ist in der Vergangenheit passiert, um dass man das hier und heute einschätzen kann. Die innerdeutsche Grenze macht im Laufe der Jahrzehnte eine Entwicklung durch. Zunächst wurden 1946 Straßenblockaden mit dem russischen Stoppschild Stoi aufgestellt. Damit wollte man Fluchten verhindern. Diese sogenannte grüne Grenze reichte aufgrund der Massenflucht aber irgendwann nicht mehr aus. So sah sich die DDR 1952 gezwungen, die Grenze dichter zu machen. Das bedeutet zum ersten Mal durchgehender Stacheldrahtzaun und Einteilung in das Landesinnere, das heißt eine Sperrzone schon eingerichtet wurde. Dieser erste Stacheldrahtzaun wurde schon 1962 abgerissen. Ein neuer Stacheldrahtzaun, diesmal ein zweireihiger, wurde aufgestellt entlang der gesamten Grenze, 1400 Kilometer. Und inmitten dieser beiden Abstände von den beiden Zaunreihen wurden Tretminen verlegt, 1,3 Millionen Minen. Wir wissen, jede Mine beinhaltete 120 Gramm TNT bis 200 Gramm. Ja, in der nächsten Phase, das heißt 1972, nachdem eben die Massenflucht zwar eingedämmt war, aber immer noch Fluchten stattfanden, hat die DDR einen Streckmetallzaun aufgestellt, 3,20 Meter Höhe, 0,5 Meter in die Erde hinein, um zu verhindern, dass Menschen sich durchgruben. An diesen Zaun wurden entlang der Grenze tödliche Selbstschussanlagen installiert, rund 70.000 Stück. Angebracht in verschiedenen Höhen. Gästeführerin Monika Held ist auf der westdeutschen Seite an der Grenze groß geworden. Immer diese Gefahr, auch die mit der Grenze verbunden gewesen ist. Dahinter waren Menschen, die sahen wir. Dahinter waren Dörfer, die sahen wir. Aber wir konnten nicht hin. Die Sperrzone war für Bundesbürger tabu, da durften wir nicht einreisen. Für meine Generation war es ein Ärgernis. Man kann sich vorstellen, man ist jung, da ist eine Grenze und natürlich will man mal dahinter gucken. Ne? Was ist da los? Kann ja nicht sein. Überall können wir hin, nur da können wir nicht hin. Für die Generationen vor mir war es anders. Die haben gelitten. Meine Großmutter, natürlich hat sie gelitten. Unter dieser Teilung, auch meine Mutter erzählte noch, auch mein Vater erzählte noch, dass da Freundschaften auseinandergebrochen sind, dass man Menschen verloren hat, die einem am Herzen lagen. Auch an den Tag der Grenzöffnung kann sich die heute 64-Jährige noch gut erinnern. An den Tag, an dem zahlreiche Menschen aus der Deutschen Demokratischen Republik in den Westen fuhren. Wir hatten den ersten Stau unseres Lebens vor unserem Haus. Es war unglaublich. Und wirklich tagelang kamen Menschen, die wir nie gesehen hatten vorher, kamen zu uns, fragten nach dem Weg, fragten eben, wo geht es hin, wo bekomme ich das Begrüßungsgeld. Und diese Zeit habe ich wahrgenommen als unglaublich warmherzig. Also wir, die wir dann in die Noch-DDR einreisten, wir sind derart warmherzig begrüßt worden. Da war keine Distanz mehr, die wir heute oft mit Menschen haben, eigentlich immer mit Menschen haben, die wir nicht kennen. Die Distanz war aufgehoben. Wir haben aus einem Topf gegessen, so in etwa kann man sich das vorstellen. Das heißt also, diese unglaubliche Dankbarkeit und Freude der Grenzöffnung hat aus uns Menschen gemacht. Das Haus auf der Grenze wurde auf dem ehemaligen Kolonnenweg erbaut. Er ist ein Teil der innerdeutschen Grenzanlagen. Im Gegensatz zum Rest der Grenzanlage ist er auch Jahrzehnte nach dem Ende der DDR noch weitgehend erhalten, dient heute als Wanderweg entlang der ehemaligen Grenze. Eine der gefährlichsten Grenzen der Welt. Zwischen dem Kolonnenweg und der eigentlichen Grenze befand sich der Kontrollstreifen und der Grenzzaun. Damit die DDR-Grenzer freie Schussbahn hatten, wurden Menschen zwangsausgesiedelt, ihre Häuser abgerissen. Unweit vom Haus auf der Grenze liegt auf hessischer Seite der ehemalige US-Beobachtungsstützpunkt Point Alpha. Bis 1989 war er einer der wichtigsten für die US-Streitkräfte in Europa, galt im Kalten Krieg als einer der heißesten Punkte. Neben Point Alpha und unmittelbar auf dem Todesstreifen steht das 5 Meter hohe Denkmal der deutschen Teilung und Wiedervereinigung. Die vorderen zwei Teile stehen symbolisch für die Teilung Deutschlands. Die hintere Platte steht für die Wiedervereinigung. Im Sockel sind Stasi-Akten und auch Teile der Berliner Mauer mit verarbeitet. Und auf der Rückwand steht das berühmte Brandwort: Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Und auch das Wort der friedlichen Revolution: Wir sind das Volk. Unweit vom Haus auf der Grenze beginnt der Weg der Hoffnung. Mit einer Länge von 1,4 Kilometern wurde er zum 20. Jahrestag der Wiedervereinigung angelegt. Die 14 Skulpturen stammen von dem Künstler Ulrich Barnickel.
Herr Barnikel wollte damit ausdrücken, dass Menschen in der DDR auch zu Unrecht verurteilt worden sind, auch einen Kreuzweg gegangen sind, ihr Kreuz getragen haben, verurteilt worden sind, unter Repressalien zu leiden hatten, Schmerzen gelitten haben und mehr. Die Gedenkstätte Pontalfa soll an die Zeit der Teilung erinnern, an die innerdeutsche Grenze zwischen 1945 bis 1989. Die Entwicklung von der einst grünen Grenze bis hin zum Todesstreifen, an die Opfer der deutsch-deutschen Teilung. An eine Zeit, mit der gerade heute, am Tag der deutschen Einheit, viele Zeitzeugen konfrontiert werden. Auch Reinhold Albert hat die innerdeutsche Grenze vom Anfang bis zum Ende miterlebt. Von 1977 bis zur Auflösung war er bei der bayerischen Grenzpolizei in Marolz-Weißach. Der heutige Kreis Heimat und Archivpfleger erinnert sich an die DDR-Zwangsumsiedlung der Bevölkerung in den grenznahen Ortschaften. Tausende Menschen wurden von der Stasi und der Volkspolizei von der innerdeutschen Grenze vertrieben. Es hat damals eine sogenannte Aktion Ungetiefe gegeben. Da wurden missliebige Personen aus den Ortschaften entlang der Grenze wurden ins Hinterland praktisch evakuiert. Die hat man einfach über Nacht, ist früh um 4 Uhr die Volkspolizei gekommen. Ihr müsst bis um 6 Uhr müsst ihr eure Sachen zusammenpacken. Und dann sind sie also von hier nach Hildburghausen geschafft worden. Und dann haben die Leute gedacht, sie kommen nach Sibirien. Wir sind in die Gegend von Gera und Jena und so weiter sind sie gekommen. Und allein aus dem Bezirk Suhl sind damals ungefähr 3000 Einwohner aus diesen Grenzortschaften zwangsevakuiert geworden. Und das war die erste Zwangsevakuierungsaktion 1952. 1961 gab es dann die nächste, wo erneut tausende Leute aus den grenznahen Ortschaften praktisch ihr Heimatdorf verlassen mussten und nicht wieder heimkehren konnten. Der 66-Jährige ist mit der Grenze aufgewachsen. Er war felsenfest davon überzeugt, er würde es nicht mehr miterleben, wie sie fällt. Und dann passierte von einem Tag auf den anderen das, wovon niemand zu träumen gewagt hatte. Der 9. November 1989. Diese Grenzöffnung, das war wirklich, nach der Geburt meiner drei Kinder, war das schönste Ereignis in meinem Leben. Nach wie vor, auch 30 Jahre danach. Das war wirklich Wahnsinn. Mittlerweile ist also der Alltag eingekehrt. Also man lebt genauso mit den Nachbarn, wie mit dem westlichen, wie mit dem östlichen Nachbarn. Und ich möchte also die Zeit nicht zurückhaben, wo diese Grenze da stand. Die Grenze zwischen Zimmerau und Sternberg in Bayern und Ried in Thüringen wurde erst später geöffnet. Bei uns war das am 16. Dezember 1989, war das soweit. Da kam dann, hat man sich gegenseitig besucht, da kamen die Besucher von drüben aus Ried, Schweigershausen, Albingshausen. Und als die da ankamen und haben sie mit ihnen unterhalten, das war sensationell. Die haben genauso gesprochen wie mir. Heute lache ich drüber, warum sollen die anders sprechen wie mir? Aber was man da gehört hat über die Grenze hinweg, es war ja kein Kontakt nach drüben. Und die meisten waren ja Sachsengrenze gewesen. Also die aus Sachsen waren, die haben alle gesächselt. Jetzt haben wir gedacht, na, die da drüben, die nun alle sächseln. Ne? Und jetzt sind die gekommen und haben genauso geredet wie mir. Die thüringische Ortschaft Ried liegt nur 4 Kilometer von der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze entfernt. Zu DDR-Zeiten wurde der Aufbau von Gewerbe systematisch verhindert. In den Jahren der Trennung war deshalb ein Stillstand in der Dorfentwicklung eingetreten. Reinhold Albert hatte die DDR zu Zeiten der deutsch-deutschen Grenze niemals besucht. Für ihn war die Grenzöffnung eine Reise in seine Kindheit. Bei uns hat es dann in den 70er, 80er Jahren hat's kein Brauhaus mehr gegeben, kein Backhaus mehr gegeben und so weiter. Und als wir dann darüber kamen, da war noch alles genauso wie bei uns in den 50er Jahren. Hat es Backhäuser gegeben, Brauhäuser, die haben gemostet. Die haben genauso Fleisch eingebügelt, wie es bei uns vorher war, bevor also die Gefrierdrohungen kamen und so weiter. Also das war wirklich, das war sensationell. Und vor allen Dingen, es hatte einen Vorteil gehabt, in dieser Sperrzone, die durften ja nicht neu bauen. Die mussten ihre Häuser, die sie hatten, mussten sie möglichst gut erhalten. Und bei uns ist man hergegangen und hat eine Spitzhacke genommen, hat die schönen alten Fachwerkhäuser abgerissen. Und bei da drüben, da war ein schönes Fachwerkhaus neben dem anderen gewesen. Also da ist praktisch im Endeffekt ist dort die Zeit stehen geblieben. Auf dem Büchelberg bei Zimmerau im unterfränkischen Rabfeld steht, direkt an der Grenze zu Thüringen, der Bayernturm.
Der Aussichtsturm wurde 1966 von den damals selbstständigen Gemeinden Zimmerau und Sternberg errichtet. Der Turm hat eine Höhe von 38 Metern, 180 Stufen führen zur Aussichtsplattform. Besucher aus der ganzen Welt kamen hierher, um einen Blick in die DDR, die dortigen Sperranlagen und den Todesstreifen zu werfen. Deswegen Bayernturm, weil damals war Unterfranken 150 Jahre beim Freistaat Bayern. Und dann hat der Freistaat Bayern einen Zuschuss gegeben für eine Maßnahme im Grenzgebiet. Und aus Dankbarkeit hat man den halt Bayernturm genannt. Und der ist also wirklich, der ist sehr viel besucht worden, also ungefähr bis zur Grenzöffnung ungefähr 500.000 Bürger waren da oben gewesen und haben also da in Richtung DDR geschaut. Im benachbarten Thüringen, in der Deutschen Demokratischen Republik, wurde der markante Aussichtspunkt Thüringenblick genannt. Laut dem Kreis Heimatpfleger habe auch eine Akte der Stasi genau diesen Titel getragen. Wo man also Agenten rübergeschickt hat, die also die Leute ausgehört haben. Und in dieser Stasi-Akte, ich habe sie daheim, Ablichtung, das ist so ein dicker Akt. Da steht alles, was bei uns sich ereignet hat und so weiter. Wenn der Gastwirt da vom der Gastwirt Spielmann noch drüben gefahren ist, auf Tanzen war, und das ist genau alles registriert. Also das ist unvorstellbar, was die einen Aufwand betrieben haben, um die Leute auszuhören und auszuhorchen und so weiter und so fort. Diese Zeiten gehören der Vergangenheit an. Früher war der Bayernturm ein Symbol und Hoffnung auf ein einiges und freies Deutschland. Die Menschen hofften, dass der Turm eines Tages mitten in einem vereinigten Deutschland und einem geeinten Europa stehen würde. Diese Hoffnungen haben sich erfüllt. Jahrzehnte später ist der Bayernturm ein Zeugnis der deutschen Nachkriegsgeschichte, ein wichtiges Erinnerungszeichen an die deutsche Teilung. Die kleine Autobahnkirche an der A71 zwischen Erfurt und Schweinfurt ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Zahlreiche Besucher sind gekommen, um gemeinsam einen ökumenischen Dankesgottesdienst unter dem Motto 30 Jahre Grenzöffnung zu feiern. 2015 wurde die Autobahnkirche eröffnet. Sie wird von Menschen unterschiedlicher Konfessionen sehr gut angenommen. Es kommen von der katholischen Kirche, von der evangelischen Kirche, es kommen Atheisten. Und eben auch alle anderen Glaubensrichtungen, sie ist offen für alle. Und das wollten wir von Anfang an so. Und ich hätte nie für möglich gehalten, es sind jetzt gut 4 Jahre, die die Kirche offen ist. Wir haben über 12.000 Teelichter verbraucht. Dreimal im Jahr werden hier Gottesdienste abgehalten. Unter dem Motto, eine Grenze überwinden, steht die Autobahnkirche als christlicher Denk- und Dankort unweit der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze für jeden offen. Es ist ja nicht gebaut worden aus Anlass der friedlichen Revolution in der ehemaligen DDR, als Dankbarkeit, dass das alles friedlich abgelaufen ist und dass wir das erreichen konnten, was heute die deutsche Einheit ausmacht. Friedliche Revolution, dem Gedenken, dass das jedem bewusst wird und vor allem auch Jugendliche. Aber vielmehr ist auch hier ein Ort der Stille, der Ruhe für Autofahrer, die hier an der Autobahn entlangfahren, die täglich Stress haben oder auch wie ich, der heute noch in Urlaub fährt. Dann auf der Urlaubsreise sind, sich ein Stück weit zurückholen. Und ich denke, damit haben wir auch ein großes Anliegen für die Autobahn geschaffen, für gläubige Menschen, die hier einen Ruhepol finden. Der Hintergrund der Kleinkirche, die friedliche Wiedervereinigung Deutschlands. Die Idee zur Autobahnkirche stammt von dem thüringischen Künstler und Bildhauer Gernot Ersam. Ich bin selber ein Mensch, der sehr viel Auto fährt durch ganz Deutschland und kannte dadurch auch einige Autobahnkirchen und auch die Bedeutung der Autobahnkirchen, dass sie eine Art Zufluchtsort sind für den Reisenden. Und als die Baumaßnahmen hier in Thüringen begannen mit den Brücken für die A71, habe ich mir gedacht, warum sollten wir nicht auch hier ein solches Objekt haben? Und mit einem Freund, dem Wolfram Hedige, der damals Superintendent war, haben wir dann diese Idee in die Realität umgesetzt. Dem voraus ging aber eine über 10-jährige Bauphase, weil wir nur mit Spenden gearbeitet haben und auch viele junge Menschen einbezogen haben in die Bauarbeiten. Der Verein Autobahnkirche A71 hatte einen Wettbewerb zur Namensfindung für die Kirche veranstaltet. Am Sonntag, den 29. September, wurde der offizielle Name der Autobahnkirche bekannt gegeben. Kirche der Einheit, Herbst 89. Herbst 89 ganz bewusst. Soll neugierig machen, vor allem Jugendliche, die damit nichts anzufangen wissen, dass sie googeln. Und da finden wir auch genau das,
wo die friedliche Revolution in der DDR begonnen hat, nämlich in den Kirchen in Leipzig. Und deshalb, denke ich, haben wir einen guten Namen gefunden. Der Verein Autobahnkirche A71 wurde 2004 gegründet. Die Mitglieder wollten an die 40-jährige Trennung des deutschen Volkes, des Landes und Europas erinnern. Der erste Vorsitzende des Vereins verbindet mit der Grenzöffnung ganz eigene Erinnerungen. Ich selbst war zum Tag der Grenzöffnung in Berlin, im französischen Dom, mit der ehemaligen Ministerpräsidentin von Thüringen, mit der Christine Lieberknecht. Wir sind dann so kurz nach 21 Uhr aus diesem Dom geflüchtet, weil wir nach Hause wollten, nach Thüringen, sind dort in die Friedrichstraße, haben uns einen Zug gesetzt und früh um 2:30 habe ich in Meiningen auf dem Bahnhof erfahren, dass die Grenze aufgemacht wurde. Wirklich Wehmut gehabt, dass ich nicht in Berlin geblieben bin. Für die Bürger der Deutschen Demokratischen Republik bedeutete die plötzliche Öffnung der innerdeutschen Grenze vor allem eines: Freiheit. Für mich als ehemaligen DDR-Bürger ist das sehr, sehr viel. Und da kann man nur dankbar dafür sein. Ich verstehe auch die ganzen Diskussionen, die man gerade jetzt in den öffentlichen Medien, in der Presse überliest, dass 58% sich DDR-Bürger als Bürger zweiter Klasse fühlen. Ich würde das vielleicht nachher sogar hier ansprechen. Ich glaube, das ist nicht so, das ist einfach zu hoch. Viele, und gerade ich wohne auf dem Dorf, wo man mit jedem kennt, mit jedem spricht, ist eigentlich eine Dankbarkeit da. Und wenn man das einmal überlegt, was in diesen Jahren geleistet worden ist, gehen wir doch mal hier auf die Dörfer und fahren dann gleich nach Unterfranken. Da sieht man keinen Unterschied, da weiß man nicht, ob man in Ost, in West ist, in Bayern, in Thüringen. Und ich denke, dafür sind wir dankbar. Und auch gerade, was die Menschen selber geleistet haben in diesen 30 Jahren oder was sie für sich für Freiheiten gewonnen haben. Die Autobahnkirche liegt am Rastplatz Thüringer Tor in der Nähe des Ortes Bibra. Bis zur ehemaligen innerdeutschen Grenze sind es nur wenige Kilometer. Das hat sich dann immer stärker auch in den Vordergrund gerückt, dass die Menschen, die ja hier über Jahrzehnte durch einen Todesstreifen getrennt waren, dann auch sagten, ja, wir wollen an diesem Ort auch unseren Frieden miteinander und unserem Glauben auch leben. Und das hat wunderbar gefruchtet. Also was hier für Veranstaltungen sehen, was wir hier für Freuden miteinander gelebt haben und so eine Handreichung zwischen Ost und West sich hier vollzog, das hat sich absolut bewahrheitet. Und damit war dieser Standort natürlich auch ideal für so eine Entwicklung eines solchen Gebäudes. Eine Grenze überwinden. Das Motto der Kirche steht einerseits für die Staatsgrenze, die überwunden wurde, aber auch im geistigen Sinne, innere Grenzen zu überwinden. Auch der Künstler und Bildhauer ist in der ehemaligen DDR groß geworden. Ich habe die Grenzöffnung für mich wirklich auch als eine Befreiung erlebt. Ich war politisch kritischer Mensch. Das hat natürlich der Partei und auch Institutionen überhaupt nicht gefallen. Und man musste immer aufpassen, dass man nicht abwandert ins Gefängnis. Und für mich war das einfach die Erlösung, dass mir das nicht geschah. Und ich habe mir meine Kritik und Offenheit behalten und die konnte ich in diesem neuen Staatssystem viel besser leben. Also, man hat natürlich auch seine Gegenspieler dann, aber man kann sich äußern und man kann Dinge erreichen, die zu Ostzeiten sofort geblockt wurden durch eine Diktatur. Und so gesehen war für mich die Grenzöffnung die Freiheit, auch mein Talent, meinen Beruf zu leben, weil ich bin ja künstlerisch tätig. Damals hat man mich gar nicht an der Universität angenommen, weil ich zu kritisch war. Und kaum war die Mauer gefallen, kam das Schreiben, Herr Ersam, Sie können anfangen. Die Autobahnkirche A71 bei Bibra, im früheren deutsch-deutschen Grenzgebiet. Ob für Autofahrer oder die Besucher der Kirche. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung sind alle Grenzen überwunden. Ein Museum, welches die Unterschiede, aber auch die Gemeinsamkeiten der deutsch-deutschen Trennung aufzeigt, findet man im unterfränkischen Bad Königshofen. Unter dem Titel Museum für Grenzgänger, Nachbarn im Grabfeld, wurde die Ausstellung am 17. Juni 2006 eröffnet. Sie umfasst etwa 150 Quadratmeter. Dass sich Besucher hier heute einen Eindruck über das Leben am Eisernen Vorhang machen können, ist Hans Friedrich zu verdanken. Der heute 72-Jährige hat das Museum in seiner Heimatstadt mit aufgebaut, zahlreiche Exponate gesammelt. Das Museum ist also so entstanden, dass ich damals mit meinen Kindern, die waren 2 Jahre alt, an der Grenze war und habe mir überlegt, willst du denn mal erklären, dass hier Deutschland geteilt war, dass da Minen waren, dass da Zaun war und so weiter. Und so ist es entstanden, dass man gesagt hat, wir haben zunächst mal Exponate gesammelt über den Verein für Hammergeschichte und haben dann im Kurzentrum draußen ein kleines Museum eröffnet mit den Exponaten, die wir hier haben zum Teil.
Und das hat sich dann so gut, das war das erste unterfränkische Grenzmuseum, hat sich dann so gut entwickelt, dass dann 2006 dieses große Museum hier entstanden ist, dass man zwei Museen in einem hat. Also heute bin ich froh, dass ich die ganzen Aufnahmen habe von damals, ob es Bild- oder Tondokumente sind oder Filmaufnahmen von den Minen, Sprengminen, Legen und so weiter, dass man einfach zeigen kann, den Schülern zeigen kann, so war das, da lagen Minen, da lagen auf 10 Kilometer bei Trabstadt lagen 60.000 Minen. In der Anfangszeit habe das Museum keine Beachtung gefunden, erst viele Jahre später sei es für die Menschen langsam interessant geworden. Hans Friedrich möchte vor allem Aufklärungsarbeit leisten, der jungen Generation verdeutlichen, wie es wirklich war. Was wichtig wäre, nach wie vor mein Thema ist, also dass die Schulen endlich darauf einspringen. Nach 30 Jahren haben sie es zum Teil begriffen, dass es einmal Deutschland, das geteilte Deutschland gab. Wir haben eine Führung gehabt mit dem Rhön-Museum in Bad Neustadt. Das waren jetzt 99 Schüler, die waren an der Grenze draußen, die waren hier im Museum. Die kriegen die Informationen, das ist der Sinn von dem Museum. Aber das kommt erst nach 20, 30 Jahren, ist plötzlich das Museum interessant geworden. Grenzerfahrungen hat Hans Friedrich so einige gemacht. Seit 1977 war der Journalist regelmäßig für seine Berichterstattungen im Grenzgebiet unterwegs. Einmal haben sie mich erwischt, ich habe deswegen da einen Stein, wo DDR draufsteht. Und da war ich auch allein an der Grenze draußen und mein Winter, die kam plötzlich so auch in den Busch her. Und ich stehe da drauf und fotografiere, weil das immer die besten Bilder gibt. Und da sagen sie, stehen zur Hälfte auf dem Territorium der DDR. Da sage ich, wie bitte, ihr könnt reden? Oh, hallo. Und ich sage, wir wissen schon, wer Sie sind. Sie sind Reporter beim Bode vom Grabfeld. Sie stehen trotzdem zur Hälfte auf dem Territorium der DDR. Bis ich drauf gekommen bin, dass ich wirklich mit den Fußspitzen in der DDR stand und mit den hinteren Schuhen im Westen. Und da ging es weiter. Also wenn Sie jetzt nicht runtergehen, wir können Sie auch mitnehmen. Bist allein an der Grenze, die stehen da mit Gewehr im Anschlag. Dann hast du gemacht, dass du weggekommen bist. Hans Friedrich ist nicht nur Journalist, er hat auch Dokumentarfilme zur innerdeutschen Grenze veröffentlicht. Das Werk Der Todeszaun zeigt, wie die DDR die Grenze nach und nach immer mehr absicherte, was an Unterfrankens Grenze zur einstigen DDR geschah. Er verdeutlicht die Gefährlichkeit der Minenfelder am Todeszaun. Minentode haben wir gehabt, ich glaube so an die 10 Stück hier. Also bei Rosrie zum Beispiel war es ja einer, der ist also im Zaun dann verblutet. Ist auf eine Mine getreten, hat einen Unterschenkel abgerissen. Andere sind bei Weimarschmieden. Da ist der eine noch auf den Stümpfen rüber und hat sich in den Westen gerettet, ist aber dann am Milzband gestorben. Also es gab schon einiges, also gerade was die Minentoten betrifft. Also da hat man schon, weil da viele Fluchten, wo die Leute rübergekommen sind. Andere, wo sie wieder zurückgeholt haben und, und. Da hat man damals, ich weiß, bei Breitensee sind also einige rübergekommen. Die haben Autoreifen vor sich hergeworfen und da, wo die Autoreifen waren, konnten keine Minen sein. Das haben wir zeitungsmäßig gewusst, aber zurückgehalten. Heute kann ich es erzählen. Heute sage ich, ja, das sind zweimal Fluchten gelungen. Im Dokumentarfilm Als Zaun und Minen Menschen trennten, beschäftigt sich Friedrich mit Schicksalen an der einstigen deutsch-deutschen Grenze. Im Mittelpunkt stehen dabei Augenzeugenberichte aus West- und Ostdeutschland. Wenn man dann erzählt bei Führungen, wie man sich gegenseitig in die Arme gefallen ist, was für eine Euphorie da war, dass plötzlich die Grenze auf war, dass wir praktisch nach, in den Osten konnten, die aus dem Osten in den Westen. Also für uns herüben war es wie ein Wunder, weil da hat niemand dran geglaubt. Also wie gesagt, die Enkel oder Urenkel haben gesagt, die werden das immer erleben. Aber dass wir das erleben, dass die Grenze aufgeht, das war als echt verrückt. Ne? Und vor allen Dingen, dass es so unblutig gegangen ist. Wenn man hinten auch weiß, was da wirklich abgelaufen ist im Hintergrund. Und man sagt, gut, dass es so gelaufen ist. Und wie gesagt, gut, dass wir so viele Bilder haben und alles, weil man es einfach erklären kann, wie das war. Als es diese Selbstschussanlagen gab, als es die Minenfelder gab, als es den 3,20 Meter hohen Metallgitterzaun gab. Ein geteiltes Deutschland, welches auch für die Bürgerinnen und Bürger auf der westlichen Seite des Grenzzauns mit großen Einschränkungen verbunden war. Wir hier im Rhön-Grabfeld standen ja mit dem Rücken zur Wand. Nach Trabstadt ging es nicht mehr weiter. Und wenn ich heute sehe, dass ich einfach Menthausen weiter vor, Irmelshausen, Menthausen, das war ja alles dicht. Wir konnten ja nur in die eine Richtung, Richtung Schweinfurt, Würzburg, Neustadt. Man war es gewohnt. Von Kind auf an hat man nichts anderes gewusst. Man hat gewusst, da gibt es eine Grenze. Ich war dann später bei der Zeitung und beim Bayerischen Rundfunk als Journalist und habe gewusst, was sich da draußen tut. Man hat dann mitbekommen, wie der erste Zaun weggebaut worden ist, wie der neue Zaun gekommen ist, wie dann der letzte Zaun praktisch in Westdeutschland gebaut wurde und über Schweden in die DDR eingeführt wurde und hier wieder aufgebaut. Das hat man dann alles recherchiert, das hat man gewusst. Aber wie gesagt, das war einfach so, ja, es hat zum Leben dazu gehört.
Besuche auf der anderen Seite der Grenze, in der Deutschen Demokratischen Republik, waren zwar nicht alltäglich, aber nicht unmöglich. Man hat immer blöde Angst drin gehabt. Und das den Kindern auch rüberzubringen, Jugendlichen, wie das war, als man über die Grenze ist, als es bei Meiningen bzw. Eusenhausen diesen Grenzübergang gab, wo man im Bus saß und gehofft hat, dass die Soldaten einem nichts antun. Na, wie, was? Ich habe da einer erzählt, ich gesagt, ja, da hieß es dann, also wir kommen jetzt an die Grenze, seid bitte ruhig und macht keinen Blödsinn. Die kommen rein, schauen euch an und gucken den Pass an. Da wird nicht viel gesprochen. Diese Angst, die drin war. Du darfst jetzt kein Geld mit drüber nehmen. Man hat das Geld irgendwo versteckt. Idiotisch heute. Das ist kaum noch zu verstehen, wie das damals war, was dieses Regime für eine Macht eigentlich gehabt hat, auch auf uns. Und es war einfach diese Angst da, was ist, wenn. Am 9. November 1989 fällt die Mauer in Berlin. Einen Tag später öffnen sich auch die ersten Grenzen zwischen Thüringen und Bayern. Nach Jahrzehnten der Trennung sind Freunde und Familien endlich wieder vereint. Einer, der nicht nur am 3. Oktober mit der Teilung Deutschlands konfrontiert wird, ist Gerhard Schätzlein. Der 81-Jährige ist Experte für die Geschichte der innerdeutschen Grenze und Teilung der Rhön. Über die Jahre hinweg hat er etliche Unterlagen zur innerdeutschen Grenze, sogar sämtliche Tagesmeldungen der DDR-Grenzposten zusammengetragen. Gerhard Schätzlein hat auf Basis seiner Recherchen mehrere Werke verfasst, darunter die vierbändige Bücherreihe Grenzerfahrungen. Der gebürtige Nürnberger hat Lehramt in Bamberg studiert. 1959 trat er seinen ersten Lehrauftrag im unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld an, übernahm die einklassige Volksschule in Feke. Mit den Schülern machte er eine Exkursion zur Kirchenruine Mauerschädel mitten auf der Grenze. Dort hatte Gerhard Schätzlein auch seinen ersten Kontakt mit der innerdeutschen Grenze. Auf einmal hat man Motorradgeknatter gehört und da sind zwei DDR-Grenzpolizisten mit dem Motorrad hergefahren, haben sich uns gegenüber an den Zaun gestellt und haben rübergeguckt. Sie haben nichts gesagt, sie haben nichts gemacht, sie haben nur geguckt. Und da habe ich gefragt, Mensch, ja, was ist denn da? Ja, da ist die Grenze, da sind DDR-Grenzpolizisten. Und da ist mir es dann doch mulmig geworden. Von 1980 bis 1996 war Gerhard Schätzlein ehrenamtlicher Bürgermeister der Grenzgemeinde Wilmers, zu der auch Feke gehört. Im Laufe der Jahrzehnte erlebte er die innerdeutsche Grenze hautnah mit. Vom Aufbau des Minenzauns zum Selbstschussanlagenzaun, die Öffnung der Grenze und der Abbau der Grenzanlage. Der erste Zaun, der da gewesen war, war ja nur ein Stacheldrahtzaun und der war leicht zu überwinden. Also hat man dann als nächstes in den 60er Jahren einen Minensperrzaun gebaut, also wo die Minen zwischen zwei Zäune gelegt worden sind. Dieser Zaun war auch erst Stacheldrahtzaun und später war es dann ein Streckmetallzaun mit moderneren Tretminen. Die ersten waren Holzkastenminen, die anderen waren Plastikminen. Natürlich auch mit verbesserter Wirkung, wenn man von verbessert reden kann. Gerhard Schätzlein wohnt seit Jahrzehnten in Feke, einem Ort, der bis 1989 durch die Grenze zur DDR nahezu eingeschlossen war. Der ehemalige Lehrer weiß auch von Geschehnissen an der Grenze zu berichten, erinnert sich an bedrückende, schlafraubende Nächte. Wenn man dann nachts auf einmal knallt und eine Mine geht hoch und es schallt hier hin und her und hin und her und dröhnt und dann wacht man auf und denkt, was ist jetzt wieder passiert? Ist einer auf eine Mine getreten? Was bloß ein Reh? Auch wenn die Menschen in Bayern und ganz Westdeutschland natürlich viel freier waren als die Bürger in der DDR. Mit der innerdeutschen Teilung wurden auch die Bürgerinnen und Bürger, die nah an der Grenze lebten, stets konfrontiert. Eigentlich war es schon deprimierend teilweise. Eben von Vilke aus, oben ist Grenze, im Osten ist Grenze,
Es ging nur ein Weg runter nach Wilmars und einer rauf nach Weimar-Schmieden, auch an die Grenze. Ne? Also es gab nicht viel Möglichkeiten, jetzt der Grenze aus dem Weg zu gehen. Ne? Sein neuestes Buch, Flucht aus der DDR von 1950 bis 1989, hat Gerhard Schätzlein 2015 veröffentlicht. Hierfür hat er mehr als 100 Fluchtgeschichten recherchiert. Auch der Autor selbst machte öfter die Erfahrung, dass die Grenze nicht ganz undurchlässig ist. Zum Beispiel im Jahr 1970, als nachts an sein Fenster klopfte. Da sind zwei junge Männer reingekommen. Teilweise blutige Hände haben sie gehabt. Und naja, also sie sind über die Grenze gekommen und wollen sich hier melden. Dann habe ich sofort den Zoll. Zoll ist im Haus, in dem Haus nebenan, das jetzt umgebaut wird. Und haben die Zöllner geholt, die haben ihre Geschichte erzählt. Na, also die teilweise ein bisschen mir unglaubwürdig geklungen hat. Sie haben gesagt, sie haben eine Stelle gefunden, wo kein Zaun gewesen ist. Und deswegen sind sie dann ganz gut rübergekommen. Eine Geschichte hat nicht nur Wilmars, sondern auch die ganze Gegend in Aufruhr versetzt. Der Tod des Zollgrenzassistenten Gerd Palzer im Jahr 1952. Er wurde während seines Dienstes an der innerdeutschen Grenze zwischen Bayern und Thüringen von DDR-Grenzpolizisten erschossen. In Wilmars erinnert heute noch ein Gedenkstein an ihn. Es war das erste Mal, dass ein westdeutscher Grenzbewacher getötet wurde. Bei seinem Streifengang am 28. Juli sprachen ihn vier DDR-Grenzpolizisten an, baten ihn rüberzukommen, täuschten ein Geplänkel vor. Plötzlich sollte er festgenommen werden, Palzer riss sich los und rannte weg. Die DDR-Grenzpolizisten eröffneten das Feuer, trafen Palzer am rechten Kniegelenk. Palzer lief weiter, versteckte sich, wurde dann aber tödlich getroffen. Was wir nicht gewusst haben, was ich damals auch lange nicht gewusst habe, war, dass das ein abgekartetes Spiel von der Staatssicherheit gewesen ist. Das war wahrscheinlich auch, um jede Verbindung zwischen Ost- und West-Grenzorganen zu unterbinden, hatten die vor, einen Zöllner, den sie aber, der bekannt war, dass er da Kontakte hatte, einen Zöllner da festzunehmen und in einem Schauprozess, ihm einen Schauprozess zu machen und ihn dann zum Tod zu verurteilen. Es ist nicht der Ihnen bekannte Zöllner gekommen, sondern der Gerd Palzer, der von nichts wusste. Und den haben sie dann, weil sie ihn nicht festnehmen konnten, haben sie ihn einfach erschossen. Im November 1989 wurde zunächst der Grenzübergang auf der Schanz zwischen Eußenhausen und Henneberg geöffnet. Danach folgten Meiningen-Mährichstadt und Melpers-Oberfladungen. Es war herrlich. Da sind auch viele Tränen geflossen. Und zugleich war es natürlich ein Stress. Wir mussten sehen, dass dann die Straßen wenigstens notdürftig durch den Zaun gemacht worden sind. Und da hat der Kreis auch schön mitgeholfen und waren viele Helfer. In Völgershausen war beim ersten Besuch von drüben, ja, da hatten wir keinen so großen Raum gehabt. Nicht nur die Bürgerinnen und Bürger aus der DDR, auch die Menschen aus Bayern konnten plötzlich hinreisen, wohin sie wollten. Wir haben es auch ausgenutzt, muss man sagen. Wir waren dann zuerst, wir waren jedes Jahr im Urlaub, waren wir in einem ehemaligen DDR-Land und haben uns da eigentlich wohlgefühlt. Es war eigentlich auch schön. Ne? 1400 Kilometer Zaun, Sperranlagen, Gräben, Grenztürme. Die innerdeutsche Grenze hat bis 1989 West- und Ostdeutschland gespalten. 30 Jahre später ist sie ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Und vor allem auch ein Mahnmal deutsch-deutscher Geschichte.